Ich liebe ja Kerzen, habe daher etliche Gläser zu Hause rumstehen. Geht's dir auch so? Falls ja, zeige ich dir eine tolle Idee, wie du dein Glas noch sinnvoll nutzen kannst. Schneide dir einen Streifen Papier zurecht und mache kleine Fingerabdrücke mit gelber Farbe. Wenn du dir die Finger nicht schmutzig machen möchtest, kannst du das auch zusammen mit deinen Kindern machen. Wenn die Farbe getrocknet ist, kann es weitergehen. Ich male nun mit einem schwarzen Acrylstift kleine Glühwürmchen aus den Fingerabdrücken. Dabei lasse ich jedes in eine andere Richtung schauen bzw. fliegen. Dann legst du das Papier zum Beispiel auf ein Stück Styropor und drückst an jedes Glühwürmchen ein kleines Loch mit einem Schaschlikspieß oder anderen spitzen Gegenständen. Jetzt brauchst du eine kleine Lichterkette und die befestigst du auf der Rückseite. Durch jedes Loch steckst du ein kleines Lämpchen. Du solltest also vorher abzählen, wie viele Lichter deine Kette hat und dann genauso viele Glühwürmchen auf dein Papier malen. Mit etwas Klebeband sorge ich dann noch dafür, dass die Lichter auch am richtigen Platz bleiben. Dann musst du deine Glühwürmchen nur noch in das Glas stecken, Licht anmachen und schon ist aus deinem Glas eine außergewöhnliche Tischdeko oder Nachttischlampe für Kinder geworden.